Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Heute bin ich in Namibia. Ich mache eine wunderbare Golfreise. Heute waren wir in den Dünen bei Sussus Fly. Und ich dachte, wenn es so viel Sand gibt, kann ich dir zu Hause einen Tipp über den Ball von einem sandigen Lager geben. Also einfach sandig irgendwo auf dem Platz oder Fairway Bunker. So, wir wollen, dass es so einfach wie möglich ist, diesen Ball zu spielen. Wenn der Ball im hohen Raff liegt, dann müssen wir den Ball weiter hinten im Stand spielen, damit wir den Ball so früh wie möglich treffen. Aber vom sandigen Boden ist es ein bisschen anders. Wir wollen nicht zu sehr nach unten schwingen, weil dann kann der Schläger sehr leicht hängen bleiben. So, bei sandigem Boden spiel den Ball ganz normal in der Mitte deiner Füße oder sogar ein bisschen weiter vorne. Aber es ist dabei wichtig, dass wir mehr so schwingen. Okay, so dass ich nicht so steil nach oben schwinge, dass ich meinen Schwungradius groß lasse. Und dann, was gut ist, wenn ich den Schlag so mache, ich mache meinen so, ich muss gucken, wo die Bälle fliegen, ich muss sie wiederholen. Okay, ich habe den Ball super getroffen. Ist es nicht so schlimm oder ist es gar nicht schlimm, wenn der Sand zuerst getroffen wird? Der Schläger gleitet einfach durch. So, mein Tipp für dich wieder ist, Ball mittig oder etwas weiter vorne. Einen großen Schwungradius, das bedeutet, die Hände nicht so viel verwenden, nicht so viel knicken. Und mach mir einen Schwung mit der Schulter und mit der Hüfte. Und achte bitte darauf, dass du nicht nach hinten fällst. Du wirst auf jeden Fall deine Wirbelsäule ziemlich gerade lassen. So. Guck mal, da habe ich etwas Boden zuerst getroffen, aber ich kann dir sagen, der Ball ist schön geflogen. Okay, vielleicht sah das auch nicht aus wie ein voller Schwung. Das ist auch okay. Wir wollen solide aus dem Fairway-Bunker oder aus der sandigen Lage kommen. Morgen bin ich in Swakopmund und da mache ich auf jeden Fall ein Video auf einen richtigen Golfplatz für dich. Tschüss, und falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere Golfen mit Freude.